Die Siedler sind das neue Schiff des Theseus. Das Schiff des Theseus ist ein Artefakt in einem Museum. Mit der Zeit verfaulen die Planken und werden durch neue ersetzt. Wurden alle ursprünglichen Planken ersetzt, ist es dann noch das Schiff des Theseus. Darüber haben sich schon die alten Griechen gestritten, aber die Siedler haben uns endlich die Antwort gegeben. Wenn man bei einer Spieleserie alles austauscht, was sie je ausgemacht hat, dann ist es nicht mehr das gleiche Schiff. Es ist eigentlich nicht mal mehr wirklich seetüchtig. Aber ab jetzt ist das offiziell egal. Denn der Erfinder hinter dem Ganzen hat ein neues Schiff gebaut. Da ist es. Oh Gott, das war die schiefste Metapher aller Zeiten. Es tut mir sehr leid. Was ich eigentlich nur sagen wollte ist, Pioneers of Pagonia, das neue Spiel des Siedlererfinders Volker Wertig, ist der Siedlererbe, den wir all die Jahre gewollt haben. Es ist in vielerlei Hinsicht sogar besser, als es Siedler jemals war. Am 13. Dezember startet das Spiel in den Early Access. Ich habe jetzt die Vollversion gespielt und das fühlt sich ab der ersten Sekunde so an wie das, was ein Siedler 8 hätte sein sollen. Das Schönste aus den verschiedenen alten Siedlerteilen, aber modernisiert, vertieft, ausgebaut und erweitert. Es gibt wieder Straßenbau. Ich finde, als Siedler 2-Kind gehört das dazu. Aber gepaart mit modernerem, komplett freiem Bauen der Gebäude. Und so legen wir los. Wir setzen unsere Straßen. Wir bauen den Holzfäller, den Förster, natürlich. Ganz wichtig. Und dann wuseln die Pioniere los. Sie tragen, sie bauen, sie schaffen. Und man fühlt sich einfach wieder wie daheim. Aber je weiter man spielt, desto mehr merkt man, das ist alles ein Ticken tiefer und komplexer als früher. Viele Warenketten haben zum Beispiel verschiedene Optionen. Werkzeuge gehen ineffizient aus 5 Kupfer oder flott und effizient aus einem Eisenbarren. Aber dafür brauchen wir eben auch eine Eisenproduktion, die ein wenig aufwendiger ist und Eisen als Ressource auch seltener. Umgekehrt haben die verschiedensten Waren unterschiedliche Verwendungszwecke. Kupfer zum Beispiel können wir, wie gesagt, für Werkzeuge benutzen. Wir können sie aber auch für Kupfermünzen benutzen, um unsere Soldaten zu stärken. Und so gilt es immer wieder Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig brauchen High-End-Warenketten auch mehr als in früheren Siedlerteilen. Die besten Soldaten zum Beispiel verlangen eine Waffe, ein Schild und eine Rüstung, die alle produziert werden sollen. Anders als das Siedler, das Ubisoft uns zugemutet hat, traut uns dieses Spiel auch zu, all das zu jonglieren und auf die verschiedensten Faktoren dabei zu achten. Unterschiedliche Feldfrüchte gedeihen auf unterschiedlichem Boden besonders gut. Handwerker brauchen tatsächlich bestimmte Werkzeuge für ihre Arbeit und manche sogar mehrere verschiedene auf einmal. Und wir können uns auch richtig verrennen, weil nicht alle Ressourcen endlos und im Überfluss vorhanden sind. So entsteht ein stetiger Schaffensdrang, zu expandieren, neues Gebiet zu nehmen, zu tüfteln, wie wir diesen Bauplatz, den wir dann dadurch gewinnen, auch am besten nutzen. Es gibt nichts Schöneres, als eine weite Wiese vor sich zu sehen und sich zu überlegen, okay, wird das Schwerindustrie oder baller ich das mit Feldern zu? Und das ist doch irgendwo die Essenz des Aufbauspiels. Das und hinterher dann stolz dabei zuzugucken, den Blick über deine idyllische Siedlung schweifen zu lassen, den Leuten beim Wuseln und beim Tun zuzuschauen und zu sehen, ja, dies habe ich wohl gebaut. Pioneers of Pagonia versteht, warum wir Aufbauspiele spielen und ist deswegen die reinste, schiere Freude. Okay, also fast. Nicht gänzlich ungetrübt, manche Sachen sind ehrlich gesagt etwas krampfig und nervig. Zum Beispiel, dass wir Felder als sehr kleine Feldplots alle einzeln platzieren und dann, wenn ich hier zum Beispiel nur Flachs anbauen will, bei jedem Feld einzeln dies anhaken muss, damit der Weizenbauer in der Nähe nicht seine Farm verlässt und die Flachsfelder auch noch mit Weizen zupflanzt. Solche kleinen Krampfigkeiten findet man immer wieder in dem Spiel.
Auch das Interface gibt uns noch nicht alle Informationen, die ich vielleicht gerne hätte von ihm. Zum Beispiel ist das Nahrungssystem sehr komplex und interessant. Es gibt verschiedenste Zutaten, aus denen sich Mahlzeiten zusammensetzen können. Und die haben auch unterschiedliche Werte für Mahlzeiten für Bergarbeiter und für Genussmahlzeiten für Wohnhäuser, die die Bürger zum Beischlaf motivieren sollen, damit wir neue Arbeiter gewinnen. Aber all das können wir nur recht eingeschränkt aktuell einsehen. Wir müssen es auch nicht dringend einsehen, weil wenn wir einfach für Nahrungszufuhr sorgen, funktioniert das alles schon ganz gut. Also absolut kein Beinbruch. Und die Entwickler wollen auch an genau diesen Punkten gerade noch schrauben. Denn meine Version war noch nicht komplett die fertige Early Access Version. Und dann wird ja im Early Access natürlich auch noch weiterentwickelt. Ob sie alle Dinge hinkriegen, die so im Interface vielleicht noch hier und da stören, vermute ich jetzt ehrlich gesagt mal nicht zum Early Access Launch, aber muss auch nicht sein, weil das Spiel funktioniert und es macht sehr viel Spaß. Aber es gibt immer wieder so Aspekte. Zum Beispiel gibt es eine Leiste ganz oben, in der wir alle Ressourcen anzeigen lassen können, die wir besitzen, was super praktisch ist. Und wir können auch konfigurieren, welche wir da sehen wollen und welche nicht. Aber das Spiel merkt sich die nicht von Partie zu Partie. Bei einer neuen Map muss ich jedes Mal neu alle Ressourcen anhaken, wenn ich zum Beispiel will, dass ich einfach immer alles sehe. Man will ja volle Kontrolle haben. Solche kleinen Nervfaktoren, ja, die gibt's, trüben den Spaß, aber so gut wie gar nicht. Und dann mache ich das halt bei einer neuen Map jedes Mal, ne? Passt schon. Besagte neue Maps sind zufallsgeneriert. Es gibt keine Kampagne in dem Spiel. Und ja, es wäre schön, wenn es eine gäbe. Ich hätte auch gerne eine. Allerdings, das ist ein kleines Team, ein Early Access Spiel für 30 Euro. Ich finde es absolut okay, dass sie sich da auf eine Sache fokussieren und die dafür gut machen. Und das sind in diesem Fall zufallsgenerierte Maps, bei denen wir sehr viel anpassen können. Also es gibt auch eine Reihe von vordefinierten Maps zum Reinkommen, aber ab da werden wir dann, oder auch davor schon, wenn wir wollen, werden wir immer unsere eigenen Maps basteln und können da sehr genau konfigurieren, was für ein Spielerlebnis wir wollen. Wollen wir es einfach oder schwer? Wollen wir Ziele haben? Wollen wir Feinde haben? Wollen wir einfach eine Sandbox? Oder wollen wir militärfokussierter spielen und dadurch gewinnen, dass wir einfach nur alle Feindescamps auf der Karte besiegen? Man kann hier einiges anpassen und so ergibt sich dann doch auch einiges an Vielfalt. Grundlegend ist das Spiel auf einen Modus mit Zielen ausgelegt und die kommen von neutralen Dörfern. Die geben dir dann, wenn du sie auf der Karte findest, verschiedene Aufgaben und du gewinnst, wenn du dich mit allen Dörfern auf der Karte angefreundet hast. Das kann zum Beispiel sein, ihnen bestimmte Waren zu liefern oder bestimmte Gebäude zu bauen. Oder vor allem, sehr oft, muss man Dinge auf der Karte entdecken. Zum Beispiel Gebäude, neutrale, die man dann fertigstellen muss, Monumente, solche Dinge. Also es geht sehr darum, die Karte aufzudecken und dann Ziele zu erfüllen. Das ist ein vergleichsweise simples, aber auch elegantes System, das dich über die Karte treibt, das dir eine gewisse Abwechslung in den Partien gibt, je nachdem, welche Ressourcen zum Beispiel die Dörfer wollen und welche dadurch besonders wichtig werden. Und für mich sogar ein Punkt, wo Pioneers besser ist, als das Siedler, das Volker Wertig ursprünglich bei Ubisoft geplant hatte. Also dieses mythische Spiel, das wir nie zu Gesicht bekommen haben und wo wir wahrscheinlich nie erfahren werden, warum jetzt genau eigentlich nicht. Denn das war hier in manchen Bereichen für mich, nach dem Eindruck, den ich von außen hatte, doch etwas überverkopft. Da gab es als Siegbedingung zum Beispiel dieses System, dass man Champions in der Arena trainiert. Die machen dann Schaukämpfe und begeistern dann damit den Feind, damit seine Bürger sich dir anschließen. Das wirkte mir immer so ein bisschen, okay, ja, kann man machen. Hier ist es simpler. Tue den Dörfern Gefallen, dann verbünden sie sich mit dir. Das ist nachvollziehbar, das ist einfach und das erlaubt dann doch einiges an Abwechslung. Aber manchmal spuckt der Zufallsgenerator auch noch etwas komische Konstellationen aus. In meiner ersten Partie, wo ich eine sehr einfache Map spielen wollte, einfach nur um mal kurz reinzukommen, hatte ich dann ein Dorf mit einem Ziel, das hieß, baue 5 Militärgebäude. Und da hat auch schon gegolten, einfach dann einen Haufen Wachtürme nebeneinander zu pflanzen. Und da hatte ich einfach die Karte gewonnen. Ja, eine große Leistung, zweifellos. Auf meiner zweiten Map haben mir dann die beiden neutralen Dörfer die Expansion nach oben und nach rechts verwehrt. Was erstmal eine coole Herausforderung irgendwo auch ist. Diese Zufallskarten tanzen manchmal so an der Grenze zwischen
Herausforderung und gewisser Fleißarbeit. Ich musste dann ganz außen rumgehen, was so lange okay war, bis ich dann eigentlich alle Feindescamps auf der Karte erledigt hatte und mich trotzdem noch recht langwierig außenrum zum letzten Ziel, diesem letzten Statuengebäude, durchexpandieren musste und dann warten musste, bis dort das Baumaterial hingebracht wurde. Das war dann nicht mehr so spannend. Kann bei Zufallskarten passieren, ist auch noch Early Access, kann auch noch dran geschraubt werden. Und die Entwickler hören zum Glück sehr gut auf Fanfeedback. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Zeitbeschleunigung, mit der ich das dann deutlich angenehmer machen konnte. Ich hoffe, es wird daran noch gebastelt, beziehungsweise es soll auch noch dran gebastelt werden. Es sei aber erwähnt, dass ich so ein paar bisschen komische Konstellationen hatte. Kollege Martin, der es auch gespielt hat, hatte weniger Pech als ich. Also möglicherweise hatte ich auch einfach nur besonders komische Situationen. Und oft ergeben wiederum diese Zufallskarten auch interessante, besondere Bedingungen. Das gibt's genauso. Zum Beispiel, dass bestimmte Ressourcen, wie Tiere, die Leder geben, sehr selten auf der Karte sind und du dann umdisponieren musst und andere Produktionsketten mehr bauen musst, als du sonst machen würdest. Zum Beispiel Flachs dann für die Schneiderei, weil du eben kein Leder hast für diese Warenketten, obwohl das eigentlich mit Tuch ineffizienter ist. So stellt dich das auch immer wieder vor Tüftelherausforderungen. Was ja wiederum genau das ist, was es tun soll. Und apropos Herausforderungen, wenn man das so eingestellt hat, bekommt man es auf diesem Weg auch mit Gegnern zu tun. Die nehmen die Form von neutralen Lagern ein. Es gibt keine anderen Spieler oder sowas in Pioneers of Pagonia. Die neutralen Dörfer sind auch keine KI-Spieler, die wirklich was machen. Das sind Questgeber quasi. Es gibt keinen Skirmish oder sowas, aber es gibt neutrale Gegner, die dich dann auch angreifen, wenn du ihrem Lager zu nahe siedelst. Irgendwann kommen dann aus dem Fog of War Feinde marschiert und du musst rausfinden, wo die herkommen und ihre Lager ausräuchern, um sie loszuwerden. Und diese Gegner sind meiner Meinung nach im grundlegenden Konzept genau die Gegner, die so ein Aufbauspiel braucht. Also sehr gut designte Aufbauspielgegner. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es unterschiedliche Gegnertypen, gegen die du mit unterschiedlichen eigenen Einheiten vorgehen musst, die wiederum unterschiedliche Items und Ressourcen brauchen. Diebe zum Beispiel marschieren getarnt in dein Dorf und klauen dir Waren, wenn du sie nicht mit Fackelträgern aufdeckst. Wohingegen du gegen Werwölfe am besten Einheiten mit Silberwaffen einsetzen solltest. Aber dafür musst du dann auch Silber zum Schmieden dieser Waffen verwenden. Wenn du das nicht tust, dann fangen die Werwölfe an, deine Bürger zu beißen und zu entführen und machen dann mehr Werwölfe draus. Das ist vielleicht nichts, was man zu lange geschehen lassen sollte. Die Gegner erfüllen also den grundlegenden Zweck, den Aufbauspielgegner erfüllen sollten. Sie machen den Aufbaupart interessanter, indem sie Anreize und Notwendigkeiten für bestimmte Produktionsketten und Ressourcen schaffen, indem sie mehr Abwägungen erzeugen, wofür wir diese Ressourcen benutzen, weil wir eben das Militär nicht zu sehr vernachlässigen können. Und indem sie Bauplatz und die Bauplatztüftelei noch wertvoller machen, weil wir eben nicht endlos expandieren können, ohne irgendwann auf feindliche Lager zu treffen und die erstmal ausräuchern zu müssen. Und dafür müssen wir innerhalb des Bauplatzes, den wir haben, ausreichend Stärke aufbringen, um diese Lager dann besiegen zu können, indem wir Truppen ausheben und unsere Truppen mit Münzen und Schätzen stärken. Gleichzeitig sind sich diese Gegner aber auch bewusst, dass sie in einem Aufbauspiel sind und dass sie hier nicht die wichtigsten sind. Die brennen dein komplettes Dorf nicht nieder und machen alles kaputt, was du aufgebaut hast, wenn du vielleicht am Anfang dich ein bisschen zu sehr in deinen idyllischen Farmlandschaften verloren hast. Die beeinträchtigen deine Wirtschaft, sie klauen dir Ressourcen und Bürger, absolut. Aber du hast schon Zeit, darauf zu reagieren. Für meinen Geschmack waren die in meiner Version sogar noch etwas zu schwach. Die Wellen waren relativ klein und kamen dafür nervig oft. Also ständig pingen, du wirst wieder angegriffen. Ja, okay, wurden 3-4 Ressourcen geklaut, passt schon. Genau daran soll aber noch geschraubt werden. Es sollen größere und dafür schwierigere Wellen kommen. Balancing ist bei Aufbauspielen, finde ich, sehr wichtig, damit das eine schöne Herausforderung wird, aber eben nicht zu viel. Und zum Glück kann man das eben auch sehr viel einstellen, wie viele Gegner man haben will, ob man überhaupt welche haben will. Für meinen Geschmack, so im Konzept her, war das aber sehr clever angelegt, um extra Würze ins Spiel zu bringen, aber den Fokus auch nicht zu sehr vom Aufbau wegzunehmen. Sage ich in dem Wissen, dass sicher manchen Siedlerfans dies sauer aufstoßen wird, weil
Skirmish und Kampf gegen andere Spieler war immer früher Teil der Siedler-DNA und Pioneers ist in vielerlei Hinsicht der inoffizielle Siedlererbe, aber es ist eben kein Siedler. Und wessen Kindheit Siedler 4 Multiplayer-Matches waren, der findet das hier natürlich nicht so. Und es ist immer noch ein Aufbauspielkampfsystem. Das heißt, die Truppen werden indirekt gesteuert. Ich setze im Turm oder der Garnison einen Punkt, wo sie hingehen sollen, und dann marschieren sie dahin und kämpfen. Und die Kämpfe sind jetzt nicht super spektakulär und haben auch noch so ihre Schwierigkeiten. Die KI deiner Patrouillentruppen zum Beispiel lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Die verteilen sich gerne mal so breit, dass es dir passieren kann, dass vom Rand Gegner kommen und deine Truppen, die am Rand des Patrouillenpunktes stehen, sehen die schon und greifen an, während andere noch gar nicht checken, dass ihre Kollegen, die gar nicht so weit weg sind, schon kämpfen und dann zuschauen, wie deine ersten Soldaten schon von Elitebanditen wegmassakriert werden. Solche Dinge sind etwas schade, kann man schnell fixen, indem man schnell den Punkt anders setzt und so, aber da gibt's noch Optimierbedarf, absolut. Aber auch da wieder, es funktioniert, es erfüllt seinen Zweck, es ist gut durchdacht, es fügt sich gut ins Gerüst ein und ich persönlich brauche auch nicht mehr Kampf in so einem Spiel. Für mich ist der Kampf hier in genau der richtigen Dosis drin und der Aufbaupart steht klar im Fokus. Pioneers of Pagonia ist für mich genau das, was ich wollte. Ein Siedlererbe mit noch mehr Aufbautiefgang, noch mehr Wuselfaktor und halt allem, was ich wollte. Ich bin ungelogen so dankbar für dieses Spiel. Das ist genau mein Aufbauspiel. Das ist genau das, was ich all die Jahre wollte, während Siedler krampfig versucht hat, sich immer wieder in komische neue Richtungen neu zu erfinden. Ich wollte das hier. Einfach siedeln, wuseln, bauen. Dankeschön! Und die Roadmap verspricht einfach noch mehr davon. Mehr Produktionsketten, mehr Gebäude, mehr Features, darunter auch Multiplayer. Also es soll schon welchen geben, aber Koop nach aktuellem Stand. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, das Spiel wird so erfolgreich, dass sie auch noch Ressourcen für Skirmish und Kampagne bekommen. Das ist nicht versprochen, das ist ein reiner Wunsch jetzt hier von mir. Aber ganz ehrlich, die Spielmechanik unterstützt das. Wir haben neutrale Dörfer, wir haben Questgeber, wir haben auch ein Kampfsystem, das jetzt, wie gesagt, kein RTS-Kampfsystem ist, aber hatte Siedler 2 ja auch nicht. Also man könnte das, finde ich, als Laie gesprochen, ne? Spielentwicklung kompliziert und so, man könnte das da alles noch einbauen. Und ich finde, es würde dem Spiel gut zu Gesicht stehen und dann würden vielleicht noch mehr alte Siedler-Fans von dem genau das bekommen, was sie sich wünschen. Aber ich, ganz ehrlich, ich bin jetzt schon super zufrieden. Tolles Spiel und ich bin sehr gespannt, wie es damit weitergeht. Wenn ihr es auch in Aktion sehen wollt und es ausführlicher begutachten wollt, ich bin jetzt zum Release-Zeitpunkt dieses Videos live auf Twitch, Maurice Weber mit Volker Wertig, dem Siedlererfinder, und spiele es. Und ich spiele es auch noch die Tage danach. Also den ganzen Release-Zeitraum rauf und runter. Wenn ihr dieses Video jetzt gerade guckt, Jahre später, dann vielleicht jetzt gerade nicht mehr, aber dann ist Maurice Weber immer noch ein toller Twitch-Kanal. Und wer weiß, dann hat inzwischen vielleicht Pioneers of Pagonia sogar schon seine finale Release-Version mit allem, was wir wollen. Und dann werde ich die auch dort spielen. Und dann solltet ihr auch vorbeischauen. So. Und wenn nicht, ist auch okay. Dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.